Ja, hallo, willkommen zu Folge 66 der Let's Play-Serie. Ja, starker Blick hier auf unseren Bauernhof. Es ist inzwischen alles ausgesät. Und wir warten, dass die Pflanzen hier alle schön wachsen. Wird noch ein bisschen sich hinziehen. Aber wir hat so ungefähr 2 Monate. Mitte Juli geht es ja meistens los. Na gut, aber wir haben inzwischen ja hier auch angefangen, zumindest mal vom Design her, unser neues Industriegebiet voranzubringen. Da habe ich aber natürlich doch noch einiges in Ordnung zu bringen. Ein paar elementare Fehler habe ich durchaus auch noch drin und natürlich sind wir auch abgesehen davon noch nicht ganz fertig. Das fängt damit an, dass die Chemiefabrik ja hier, die haben wir irgendwo hier drin, die braucht ja doch diverse Dinge. Das ist keine Neuigkeit und so wie wir das im Moment alles liefern wollen, geht das nämlich gar nicht. Die Pflanzen, ja, oder machen wir uns das hier mal an der Stelle an. So einigermaßen geht es denn schon. Die Pflanzen kommen natürlich über den Frachtbahnhof, das hatte ich ja gesagt, die kommen dann hier auch in das Warenhaus rein. Das ist kein Problem, das wird auf jeden Fall funktionieren. Und da wird dann auch, wenn denn das wenn die Produktion fertig ist, dann kommt auch die Chemie vom Ergebnis rein. So, dann haben wir noch Wasser. Na gut, das ist einfach über einen Anschluss. Das hat ja jetzt mit Bahnhof und so nichts zu tun. Und dann brauchen wir aber eben noch Kies, Holz und Öl. Öl war geklärt, zumindest mal grundsätzlich. Da muss man gleich mal noch eine Pumpe setzen und das Öl hier reinpumpen. Anliefern tun wir es ja momentan dann schon hier rein. Müssen wir eben noch da reinpumpen. Bleiben Holz und Kies. Und naja, für Holz war diese Verbindung hier vorgesehen. Das funktioniert auch. Sprich, das ist eine direkte Werksverbindung vom Bahnhof. Wir haben hier ein internes Lager. Wollen wir gerade noch mal schauen, von 150 Tonnen Holz. Und wie man hier aussehen kann, das Holz, was wir täglich brauchen, das sind ungefähr 10 Tonnen. Will heißen, das reicht irgendwo für 15 Tage. Das ist jetzt nicht so gigantisch viel, aber ach, eigentlich finde ich es schon in Ordnung. Ich wollte das an der Stelle eigentlich so machen. Eine Alternative wäre durchaus, habe ich mal drüber nachgedacht, wir haben hier ein Freilager, was aktuell dafür gedacht ist, hier den Stahl entgegenzunehmen, den ich denn hier verteilen möchte. Da könnte man grundsätzlich natürlich auch noch Holz anliefern und dann hier reinschaufeln, aber eigentlich, glaube ich, ist das nicht wirklich notwendig. Also ich meine, von den Verbindungen her haben wir hier auch keine. Und ja, ich denke, das geht schon. Ja, aber Kies haben wir halt ein Problem. Das ist genau der Punkt, was ich an der Stelle hier nicht bedacht habe, weil über den Frachtbahnhof kann man keinen Kies transportieren, auch nicht hier über diesen Werksanschluss. Könnte man ja theoretisch denken, aber wenn man da, ja, selbst wenn man da die Verbindung herstellt zum Zugverteilung mit Kipperwagen. Es funktioniert einfach nicht. Nee, das muss man anders machen und das war auch anders gedacht, nämlich hier unten der Bahnhof, der sollte eben eigentlich nicht nur Kohle liefern, sondern Kies und als ich es denn hier gesetzt habe, da habe ich einfach die Sache verschwitzt. Insofern müssen wir das hier noch mal ein kleines bisschen ändern und gerade hier, das müssen wir denn hier auch noch ein bisschen anders weiterführen, werden wir dann sehen. Man ist nach dem anderen. Erstens braucht man dafür also ein Lager für Kies. Das werden wir hier reinziehen. Komm her, machen wir das so. Und das sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus. So, dann kommt da der Bahnhof rein. Man, das war auch falsch. Also ja, wir hatten vorher die Straße nach oben. Die soll ja schon nach unten, sonst passt das an der Stelle eigentlich auch nicht gut. So, wenn wir weit genug weg sind hier, dann sollte das eigentlich auch passen, dass wir das da alles sauber angeschlossen kriegen. Und mit alles meine ich zum einen ihn hier. Und da war es schon nicht ordentlich. Nee, findest du, das ist genau das, was ich meinte. Okay, aber das geht schon. Hier waren wir eben, müssen wir noch ein Stückchen zurück. Vielleicht sogar noch so weit, dass hier der Winkel reicht. Ja, jetzt ist es okay. So, und hier kommen wir auch ran und dann passt das. Okay, so, das ist dieser Teil. Jetzt brauchst du dann auch noch den Straßenanschluss hier natürlich. Ich das hier. Ja, das sieht ordentlich aus. Okay, so und dann sollten wir wahrscheinlich hier, gut, das wird jetzt nicht so extrem viel sein, also mit der Kohle nicht, aber na, Kies kommt schon ein bisschen was zusammen. Andererseits alle 15 Tage, wie wir ja gesehen haben, braucht man hier eine volle Ladung.
Da das Ding nicht voll ist, wird er wahrscheinlich schon noch häufiger unterwegs sein. Ich würde das hier schon mal mit den Gleisen, denn naja, verdoppeln. Der Bahnhof. Ja, der Bahnhof gibt es nicht her. Das stimmt eigentlich nicht. Vielleicht nehme ich denn doch. Ich, ja, doch, ich denke, das ist einfacher. Wir nehmen den Doppelbahnhof mit mal her. Doppelbahnhof her mit. Jetzt mir eigentlich anders überlegt, muss ich sagen, aber. Ist ja gar nicht nötig, das hier so kompliziert zu machen. Der hier hat nur ein Gleis, aber wenn wir den nehmen, haben wir zwei Gleise und dann ist doch eigentlich alles wunderbar. Also warum kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Irgendwo ist hier noch ein Straßenrest, oder? Da. Ja, genau. So. Dann machen wir das doch gleich so. Zieht er sofort auch die Verbindung alle richtig. So muss das sein. Und dann sind wir mal hier nicht ganz so weit. Und da. Viel besser. Viel besser. So, du kannst trotzdem im Grunde da hoch. Hier schon da ein bisschen drauf, um hier die Verbindung, dass das alles nicht zu viel zu groß wird. Nein, nicht so viel wegmachen, bitte. Nur bis dahin. Und dann sollen wir mal gucken, wie wir denn jetzt hier rumgehen. Das ist ja doch ein kleines bisschen anders mit so einer Doppelverbindung. Ja, wollte eigentlich ja denn auch so funktionieren. Kommst sicher noch ran. Ja, das sieht doch gar nicht übel aus. Ist mehr oder weniger so wie vorher. Und mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier auch erstmal natürlich so wie vorher wieder die Chains kriegen. Und dann müssen wir mal gucken, wo bringen wir denn dann. Natürlich brauchen wir jetzt eine Kreuzung. Der Bahnhof ist auch hier ziemlich lang. Tja, die haben wir hier alle so schön übereinander gelegt. Machen wir es hier genauso. Naja, warum eigentlich nicht? Naja. So ein bisschen mit Schräge hier. Aber okay, was soll's. Das geht schon so. Also, der Rest kommt da rein und diese Seite würde ich auch hier denn entsprechend mit den Mix, aber natürlich die da rein. So. Alles klar. So, naja, das passt auch gleich viel besser. So, dann haben wir den da und hier kommt denn der Kies rein und da oben die Kohle und dann müssen wir das ausliefern mit LKW-Verteilung. So, apropos Verteilung, wir haben ja hier eine Verteilung gesetzt und ich meine, eine Verteilung reicht schon sowieso nicht. Wir brauchen ja zwei. Allein schon, weil sie sich gegenseitig betanken sollen. Und dann haben wir letzten Endes ja hier doch einige Dinge. Wie letztens schon erwähnt, wir kriegen hier den Stahl geliefert über den Frachtbahnhof und den wollen wir denn hier an die beiden kleinen Freilager verteilen. Das ist mal die eine Sache. Die zweite ist, wir holen die Chemie hier raus und werden die hier auch in das Warenhaus reinbringen. Ich denke, wir machen das einfach über das Warenhaus. Ja, dann liegt hier genug drin, weil ich glaube, die Kunststofffabrik braucht das zum Beispiel. Das passt alles in allem auch am besten. Wenn ich das hier gerade hier sehe, hier fehlt uns auch noch die Verbindung. Und das sieht hier nicht gut aus. Bitte gerade her. Ja, nochmal da. So, jetzt ist der auch angeschlossen. So, und die dritte Sache, die haben wir jetzt eben gerade reingekriegt, das sind natürlich dann die Kipper, die denn hier den Kies von diesem Lager zur Chemiefabrik bringen. Ja, da haben wir das Problem, Chemie ist abgedeckt, ja, Kies ist Kipper und der gerade erwähnte Stahl ist halt dann offen und da haben wir drei verschiedene Wagentypen oder ja, LKW-Arten und das ist mit so einem kleinen Ding natürlich doof, weil das wird alles viel zu knapp und viel zu eng, da will ich mich nicht drauf einlassen. Wir können den grundsätzlich trotzdem hier drinnen lassen, den kleinen, aber wir brauchen auf jeden Fall noch einen großen und damit die Abstände insgesamt nicht so gigantisch wären. Ich würde vielleicht den hier nutzen, um den zweiten zu betanken und den Stahl zu transportieren. Und dann machen wir vielleicht hier unten noch einen großen Verteiler hin, der denn die Sache mit Kies und Chemie übernimmt und eben auch die Betankung von dem Kleinen hier. Was wir auch noch bedenken müssen, wir brauchen natürlich auch noch mal wieder eine Wasseraufbereitung. Und die braucht wieder Leute. Ich werde, tja, mit klein oder groß, das ist wieder die Geschichte. Ja, wir haben schon ein bisschen was. Mal vielleicht doch lieber gleich die große.
vom Unterschied jetzt auch nicht so sehr. Kriegen wir die hier noch mit rein geschummelt? Naja, es wird wahrscheinlich so knapp funktionieren, oder? So auf Raster, ja, siehst du, so dachte ich mir das schon, das könnte gehen. Richtung ist natürlich gerade jetzt ein bisschen ungünstig, weil Wasserwärmer von. Ja, wobei, das ist jetzt die Frage von, wo kriegen wir das? Ich würde das mal, links ist der See. Aber, ja. Schon mal überlegen. Ich könnte das grundsätzlich das Ding natürlich trotzdem hier reintun. Und ich sag mal so, wir haben hier die Straße. Wir könnten ja hier, das ist ja eigentlich auch eine ganz, wobei, ja, wieder so eine Sache mit den Brunnen. Wir könnten, aber das wäre natürlich die einfachste Lösung, einfach drei kleine Wasserbrunnen nehmen. Die brauchen zwar Strom, aber eben keine Leute. Und die können wir problemlos hier in dem Bereich unterbringen. Und brauchen wir eine Pumpe, aber das kriegen wir bis dahin. Naja, und Strom, das werden wir hier schon hingelegt kriegen. Das ist kein wirklich großes Problem. Dann brauchen wir den Wasserturm. Und da hatte ich, da haben wir den so einigermaßen zentral aufstellen. Das wäre doch zum Beispiel hier eine ganz gute Möglichkeit. Ich denke, das sollte eigentlich ganz gut da reinpassen. Braucht man natürlich noch wieder Pumpen ohne Ende zum Reinpumpen. Dort, aber oh Gott, das kriegen wir schon hin. Also fangen wir das mal der Reihe nach an. Erstens Wasserpumpe groß. Die würde hier von rechts in dem Fall. Das mache ich wirklich mit rechts und links, so wollen wir gerade hier auf dem Bildschirm gucken. Das wäre hier die Variante. Und den lass mal bitte die hier, du da rein. Jetzt habe ich den oben erwischt. Naja, gut, hier daneben kann man es direkt sehen. Da ist der Anschluss für die Chemiefabrik. Kann man gleich nochmal gucken, was die eigentlich so weg verballert. So, dann gehst du erstmal da rein. Nee, ich nehme schon mal lieber den mittleren Anschluss. Da bin ich perspektivisch am flexibelsten. So. Wenn sich hier nach oben muss oder von hier unten oder von woanders ran, ist meistens am besten. So, apropos Pumpe, genau. Da hatte ich hier auch noch geguckt. Wir kriegen hier das Öl rein und hier kriegen wir da auch noch sehr schön eine Pumpe dazu drunter. Eine unterirdische hätte ich bitte gerne, eine Rohrleitungspumpe. Guck mal, das passt auch hier richtig gut. Soweit die Theorie. Jetzt haben wir sie da drin, haben sie auch angeschlossen. Dann gibt mal hier die unterirdische Leitung. Das kommt von hier und geht da rein. Und dann müssen wir zum einen hier oben die Kunststofffabrik beliefern. Ja. Das stört. Wer stört denn da jetzt auch hier die Wasseraufbau, glaube ich. Ja? Hier soll das sogar kein Problem sein. Aber ich denke ja doch, ja, man kann es erahnen, dass der vielleicht stört. Sehr schön aus. Gut. So, und dann müssen wir noch hier ran. An die Chemiefabrik. Haben wir das an. Ja, auch sehr schön. Gut, damit ist die Sache mit dem Öl auch schon geklärt. Denn ran da. So, damit ist Öl durch. Die Sachen sind schon angeschlossen. Das ist hier die Treibstoffgeschichte hier, ja. So, das heißt, wir müssen natürlich das Wasser dann noch aus dem Turm an die diversen Stellen bringen. Das wird vielleicht nicht ganz so einfach, aber naja, letzten Endes kein Problem. Was wir hier mal grundsätzlich machen könnten, wir könnten natürlich, guck mal hier, Wasser. Ich meine, der Anschluss ist hier direkt daneben. Warum soll man das aus dem Turm holen? Andererseits stellt sich schon die Frage, was braucht denn die Chemiefabrik eigentlich pro Tag? Und welche Qualität braucht der? Wir brauchen maximal 119 Kubikmeter. Okay, das ist ordentlich. Da werden wir nichts reinigen, da werden wir eine direkte Leitung ziehen. Auf jeden Fall. So eine kleine Pumpe bringt 70 Kubikmeter. Und wir brauchen erforderliche Wasserqualität 67. Wenn wir, sagen wir mal, hier irgendwo in dem Bereich Pumpen und zwei kleine Pumpen nutzen, also, ne, kleine Brunnen meine ich, diese hier, die liefern 70 Kubikmeter.
Und zwei davon reichen gerade aus, um dann hier die Chemiefabrik zu versorgen. Das sollte gehen. Und wir könnten das durchaus auch mit den Wasserpumpen machen. Ja, das sollte eigentlich funktionieren. Das wird die da durchkriegen. Man könnte natürlich auch das von ganz woanders holen. Ich meine, wenn ich es von hier unten hole, das Wasser ist jetzt auch kein Problem. Ich würde es halt aus einer Ecke gerne holen wollen, wo nicht so viel Verschmutzung ist. Wenn wir es hier direkt rausholen, da kriegen wir, glaube ich, normalerweise so 77, aber direkt neben der Chemiefabrik wird das deutlich schlechter sein und dann wird es mir zu knapp mit den gerade erforderlichen 67. Wir könnten hier so eine kleine Wasserpumpecke irgendwo hin machen, weil für den Rest würde ich auf jeden Fall auch zwei Pumpen, zwei von den 17 nutzen wollen, um die denn hier einzuspeisen in die Wasseraufbereitung, weil wir brauchen natürlich nicht nur das Wasser für hier, sondern überall, wo Leute arbeiten, unter anderem auch nochmal zusätzlich bei der Chemiefabrik. Das wird alles notwendig sein, das kommt an der Stelle denn durch die Wasseranschlussstation. Aber gut, die kriegen wir dann nach. Wenn ich natürlich die Pumpen hier hinsetze, dann gehen die Leitungen hier mitten durch die ganze Ecke durch, was eigentlich nicht so toll ist. Ich würde sagen, es ist mit Sicherheit die deutlich bessere Idee, die Pumpen irgendwo hier unten zu setzen für das Wasser. Zumindest die für die Chemiefabrik. Hier unten haben wir den Strom, da brauchen wir sowieso noch einen Leistungstransformator oder wir werden da wahrscheinlich wieder zwei nehmen. Das hier so sehe mit den ganzen Gebäuden, Straßen und so, da werde ich wahrscheinlich nicht anfangen, das über der Erde zu machen. Andererseits, wir haben die U-Bahn und diverse Rohre, vielleicht wäre es sogar einfacher, wenn das über der Erde die Elektrifizierung wäre. Naja, da bin ich noch nicht ganz sicher. Habe ich noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Gut, aber ich denke, zwei Pumpen, zwei kleine Wasserpumpen, die das von hier unten hoch pumpen, wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Hier drüben haben wir in dem Bereich auch sehr geringe Verschmutzung. Die Stadt ist hier weit genug weg und das da oben auch. Also hier unten ist es, glaube ich, speziell dafür eine gute Idee. Und sagen wir mal so, wenn ich hier vier Pumpen setze, dann könnte ich zwei mit zweien Wasser da reinpumpen und mit den anderen zweien hier für die Wasseraufbereitung. Naja, die Wasseraufbereitung, der Eingang ist jetzt hier gerade an der oberen Seite, was natürlich irgendwie auch nicht extrem glücklich ist, aber an sich sollte das schon funktionieren. Ich denke, wir werden das hinkriegen. Denn, naja, wo ich die Leistungstrafos setze, weiß ich noch nicht. Ich will halt genau genommen hier schon ein ordentliches Stückchen weg. Hier haben wir die U-Bahn noch dazwischen, was irgendwie natürlich dann auch wieder eher störend ist. Wenn wir da noch lang müssen, aber wahrscheinlich stört das gar nicht. Also pass mal auf der Reihe nach erstmal. Der technische Dienst weicht mal zur Seite. Da kommt erstmal die Verteilung rein, die wir noch brauchen, die große. Verteilungsbüro so. Weil das ist dann doch ein bisschen näher an den ganzen Sachen. Und wir kriegen aber trotzdem auch und tun wir natürlich hier den technischen Dienst. Das ist keine Frage. Und auch den 15er, wie wir das vorgesehen haben, das ist okay. Ja. Hier unten haben wir ja auch Wasseranschlüsse. Ich gerade muss gleich von der Seite ran. Okay. So. Und hier haben wir die U-Bahn so quer rübergelegt. Naja, wir könnten hier auch mal her. Ich mag die kleinen Brunnen, das ist halt toll, dass die zum einen keinen Müll erzeugen, wie eben hier der Brunnen das ja tut. Und sie brauchen halt keine Leute, dadurch ist man wesentlich flexibler. Ja, und dann genommen, wir würden hier aber hier an die Straße dran. Ne, wir machen das mal anders. Gehen wir hier ran, so, und dann der eine Brunnen. Ja, ist ja interessant, was er hier gemacht hat mit den Leitungen. Dann machen wir die zur anderen Seite nochmal. Wenn hier unten wird sowieso sonst nichts los sein, das ist rein der Wassereinlass.
Dann nehmen wir hier auch noch mal zwei. Einmal. Zweimal. So. Kriegen wir eine große Pumpe. Und dann hast du den Anschluss an der Seite. Okay, das heißt, ich muss mal spiegeln. Und dann du hier. Dickes Rohr 1. Toll. Geht wohl nicht, komme ich an mir selber nicht vorbei. Das könnte sein. Moment, da muss ich nachher nochmal gucken, was denn. Das geht hier. Ach, und das ist die U-Bahn. Ah, okay. Ah, ja, das wusste ich ja, dass sie dich stört. Okay, na gut. Dann machen wir das halt so. Dann du hier. Und, ach, Mist. War falsch rum. So. So. Und dann nochmal hier runter. Dann machen wir den dorthin und. Oh je, da ist doch wieder. Das ist der andere im Weg. Aber wir kriegen das schon hin. So, alles klar. Und dann. Ein da. Aber das, was funktioniert. Wir werden es erleben. Mit zweien kommen wir auf jeden Fall aus. Da kriegen wir 140. Und er braucht ja 119, also das genügt definitiv. So, jetzt haben wir hier nochmal das gleiche Spiel und müssen denn dort rein. Also, eine neue Pumpe in groß. Und dann. Ja. So. Passt. Wunderbar. Und. Ja. Und geht das hier? Er sagt, es geht. Naja, denn schön. Grundsätzlich erstmal okay. Damit haben wir den Wasseranschluss und die Wasser hier ausliefern per wie heißt es genau, Wasseranschlussstation. Das machen wir danach, weil ich würde sagen, erstmal ist es hier mit wichtiger, dass wir das Abwasser hinbekommen. So, das können wir in dem Fall hier durchaus ziemlich nah hier dran setzen. Bei der Stadt hatte ich es ja schon mal versucht, bei Lindau mit auch relativ nah, und das war da eine doofe Idee gewesen. Wegen der Verschmutzung. Aber ich meine, die Chemiefabrik macht hier so viel Verschmutzung, das ist ganz egal, ob wir hier noch ein bisschen andere Dinge machen. Lass auch mal gucken, wahrscheinlich ist das hier zu flach. Da müssen wir bestimmt noch Hand anlegen. Ja, müssen wir. Okay. Also mal kurz Stopp. Dann lass mal gerade kurz ein bisschen probieren hier. Mit Raster denn schlecht zu sehen. So, jetzt hier schräg gemacht, aber naja, mal sehen. Wir brauchen halt zum einen eine recht gerade Linie und ist also Küstenlinie. Und wir brauchen aber auch einen ziemlich starken Abfall. Also starkes Gefälle, so, das meinte ich. Okay, und dann muss ich hier ran. Das hatte ich gerade eben auch ein bisschen falsch, aber. Ne, das ist. Das reicht noch nicht ganz. Ich kann nicht auf Wasser bauen, doch. Das reicht. Okay. Dann nehmen wir da gleich Kies. Ja, ja. Ach du Schande. Was macht der denn hier für Sachen? Das war eine dicke hier. Okay, so, die braucht ja keinen Strom mehr, dadurch ist das natürlich alles viel einfacher inzwischen. Vielleicht sollte ich mich ja auch schon mal ranmachen und hier die Straßen ein bisschen mit Kies versehen. Ja, ich denke, das macht Sinn, weil inzwischen bin ich mir doch sicher, dass das hier insgesamt von dem ganzen Aufbau schon passen wird. Ja, ja, wir fangen das mal wieder an hier so auf die Art mit Kies. Das sollte ja doch einigermaßen schnell gehen. Das können wir hier so lassen. Das bleibt erstmal.
Bahnhof und dann hier einmal wie üblich quer durch die Stadt. So wahnsinnig viel Straße haben wir ja nicht. Bis hierhin. Ah. Eine andere Infrastruktur ist im Weg. Ist aber nicht nett von der Infrastruktur. So. Gehen einmal bis hier. War eine lange Straße. Du hier, das sind die beiden Tanks. Dann sind wir mal da bei der Flüssigdüngerfabrik. Dann gehst du hier hoch und haben wir da auch noch. Ach, das zieht jetzt alles durch. Hier wird so jetzt. Solange ich jetzt hier gerade noch beim Kies bin, muss ich, glaube ich, nicht drüber nachdenken, ob ich es mit Kies will oder nicht, weil das passt schon. So, das ist der Anschluss. Da fährt auch jemand lang. Ach. Ja, ich weiß, ich habe es ja so eingestellt. Mist. Naja, gut. Jetzt sehe ich es gerade erst jetzt, wo mir die Kreuze alle aufgefallen sind, dass wir das ja noch gar nicht ganz bauen hier. Na gut, dann machen wir es jetzt so hier. Das hätte ich jetzt gerne natürlich gerade alles schon aktiviert gehabt, aber andererseits, wir werden sowieso die Sachen so nach und nach aktivieren. Und wir können ja jetzt zum einen auch die Hubschrauberbaubüros wieder nutzen und wir können auch die von Lindau nutzen, wo wir eigentlich überall ganz ordentlich was haben an Baubürokapazität. Ach, was für ein Wort. Das sollte nicht ansatzweise so schwierig und aufwendig sein, wie wir das zuletzt öfter mal hatten. Das müsste eigentlich ganz, ganz einfach funktionieren. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben ja noch mal bis hier und dann hier hinten lang. Da ist das Lager, der Anschluss und dann haben wir hier noch die beiden Nahrungsmittelfabriken. Okay, so. Was ist das? Das ist hier schon mit Kies, ja. Müssen wir mal gucken, unsere diversen Fußwege, die wir da so haben, würde ich wahrscheinlich dann auch mal noch auf Kies umstellen. Zumindest erstmal auf Kies. Weitere Sachen sehen wir dann. Ja. Also das ist hier. Kriegst du das nicht hin? Ach so. Sehe ich einen. Na gut, den brauchen wir auch nicht unbedingt. So, wo bist du denn jetzt hier? Wir haben gar nicht so viele Fußwege. Das meiste sind Tunnel, die wir hier so haben. Hier ist noch ein Stückchen an den Tunnel. Und dann haben wir hier noch die Straße. Ja, da werden auch zwei unterwegs sein. Das sind hier die Lager. Da haben wir, die haben wir schon. Das ist, was sieht sonst hoch aus? Der Anschluss vom Bahnhof. Am Ende haben wir sowieso alles hier mit Kies. Da wollen wir mal sehen, was von dem Kies dann irgendwo noch Asphalt wird. Ein bisschen was wird garantiert noch Asphalt. Hier stellt sich im Übrigen auch noch die Frage. Die Frage sollte ich mir relativ bald stellen, ob ich da noch eine Station reinbaue. Eine LKW. Nee, das war gerade falsch rum. Eine Schütt. Gut, Entladestation, ja. Für den Kies. Nicht von hier, ich will schon von. Ach, das ist ja wieder hier. Du machst wieder Sachen mit mir. Ja, das würde prinzipiell sogar gehen. Hier kriege ich es gut rein. Aber andererseits wäre es da, glaube ich, sinnvoller. Nein, noch haben wir nichts hingestellt. Das sollte alles noch funktionieren. Das Kieslager ein bisschen nach rechts zu machen und dann die Entladestation davor, ja. Ich glaube schon. Mal hier. So.
drückst du natürlich trotzdem deinen Anschluss. Der ist aber im Wesentlichen zum Bauen. Und dann haben wir hier das hier dazwischen. Naja, so ein Jammer ist nicht so wirklich gut. Und wenn wir den hier so reinziehen, kriege ich das ja noch verbunden. Geht. Gut, dann macht das ruhig so. Dann können die das hier abholen. Das ist mit so einer Entladestation schon besser. Keine Frage. Okay. So, der Rest ist hier wieder angeschlossen. Den haben wir hier auch. Naja, den haben wir aber eigentlich die Dinge, die wir brauchten. Das ist ja schon mal gar nicht so übel. Ach, vielleicht fehlt noch irgendwo eine Kiesstraße. Ja, so Kleinkram hier bei der Feuerwehr. Da ist die Straße. Und das ist der hier. Ups, schon, wo ist denn hier? Da ist die Polizei. Die Hubschrauber sind voll dabei schon wieder. Aber das ist ja sehr schön. Das war ja durchaus die Idee. Machen unsere Züge hier, Bauzüge. Sind die Dinge in den Listen, wie sie rein sollen? Nee, hier ist nichts in der Liste. Dann packen wir eben da mal was hin. Diese Abweigung hier. Und die mehr war ja noch nicht zu bieten. Ja, gerade ist alles gut, passt. Okay, so, das ist mal das. Und tja, naja, da haben sie jetzt ganz schön viel zu bauen. Wahnsinn. Also, was haben wir jetzt noch? So viel haben wir noch nicht hingekriegt. Wir haben uns zwar jetzt ein bisschen noch schon um das Wasser gekümmert und um die Straßen. Ich wollte es denn schon mal stoppen. Aber es fehlt ja immer noch die ganze Geschichte Müll, Wasser und Abwasser. Wir haben nur angefangen, aber sind noch lange nicht durch. Also, dann würde ich wirklich sagen, gucken wir uns das mal an mit dem Müll. Erstmal Chemiefabrik. Hier ist sie. Was hat die denn? Sie hat eigentlich nur gemischten Müll. Okay, dann ist die Sache einfach. Und gilt das auch für die anderen Fabriken, die wir haben? Nee, elektronischer Bauteil hat auch Sondermüll. Der hat einfach nur gemischten Müll. Die mechanischen auch. Könnte ich mir vorstellen, Kunststoff hat bestimmt auch Sondermüll, ne? Da ist die Kunde hat auch Sondermüll. Ja, okay. Das ist der hier oben. Ne? Ja. So, wie ist denn das eigentlich? Das ist hier der Anschluss. Der hat seinen Anschluss. Die hängen hier alle dran. Na gut, dann pass auf. Dann machen wir hier oben, haben wir Platz. Dann machen wir es halt hier ran. Muss ja nicht ständig alles für tierisch viele Dinge sein. Das ist rein für die Kunststofffabrik, ja. Okay. Dann brauchen wir hier einen Anschluss. Da werden wir keinen großen reinkriegen. Nee. Dann mal schauen. Passt hier noch irgendwo was rein? Ist ganz schön knapp und eng, glaube ich. Ja, aber den kriegen wir hier noch rein. So, und der ist dann... Für den hier wäre er gültig. Eigentlich nur für den. Aber das andere sind ohnehin Lager. Ja. Naja. Also hier die Mechanikteile sind das da. Wir haben hier auch die Wasseraufbereitung. Hat die Müll? Naja. Und bevor wir das vergessen, kurzer Check. Ob hier die auch Mitarbeiter reinbekommt, aber ja. Nee. Bist du das hier? Nee, das bist du nicht. Ich habe den doch hier gerade. Moment, das ist ja das Freilager. Jetzt muss ich nochmal genau gucken. Das muss man natürlich sicher machen, ne? Weil nicht, dass wir, wenn wir alles fertig haben, feststellen, dass wir die Arbeiter nicht dahin kriegen, wo wir sie wollen. Nee, die hat nichts. Die Aufbereitung, was ich eigentlich nicht verstehe. Ich habe den doch hier angezogen und das müsste... Ach, naja, gut, ja, ich weiß. Dieser doofe Bug, der da neuerdings ist.
weil die Straße hier durchgezogen ist. Im Moment wertet er das noch nicht als Anschluss, erst wenn die Straße gebaut ist. Nee, der hat das schon. Ich glaub, würde auch, bin auch ziemlich sicher, aufgrund der Entfernung passt das auf jeden Fall. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Ist schon schön, dass man das hier durchziehen kann, aber da haben sie ein bisschen Unsinn gemacht. Aber okay, schauen wir mal drüber hinweg. So, wir haben hier noch die beiden Fabriken, die haben beide noch gar nichts an Müll. Sieht auch gar nicht so einfach aus. Müssen wir mal gucken. Der hat hier den Fußweg, der hier rangeht. Wahrscheinlich brauchen die alle einzeln. Hier ist die Polizei. Wenn ich. Den kriege ich hier nicht rein. Ja, das ist hier. Da unten die Straße. Die Überlegung ist gerade so ein bisschen. Aber wo kann man den hier sinnvoll anschließen? Naja, ich fürchte, das wird nur nicht viel bringen. Wenn man da Müll. Aber mal sehen. Ne, das reicht nicht. Hier oben taucht nichts auf. Da geht nichts. Nö. Na gut, was soll's. Er hat da seine Straße, dann kriegt er den hier ran. Sein Müll auch recht. Dann haben wir einen Haufen kleine. Ich habe per se nichts Schlimmes. So, damit ist der versorgt. Er ist hier noch nicht versorgt. Der kriegt hier seinen eigenen Anschluss. Wir werden viele kleine Absetzcontainer hier haben, habe ich so den Verdacht. Den brauchen wir denn nicht. So, er hat hier immer noch nicht. Wir haben hier unser Heizwerk, wir haben hier die Feuerwehr und da die Polizei. Die drei brauchen auch alle noch Müll. Ja, oder die Müllabfuhr. Müll kriegen sie selber hin. den könnte ich hier anschließen, die Polizei. Ah, das geht jetzt schon. Warte mal, Heizwerk. Sagst du, kriegt nichts dabei ab, wenn ich den hier anschließe. Ich könnte natürlich hier den Fußweg hochziehen, das ist aber doof. Und wenn ich das so umdrehe. Ja, naja, das wird. Okay, machen wir das mal so. Machen wir hier rein. Du hier. Das wird zwar auch wieder alles dann gerade in den Entfernungen, das, was er da so draus macht, wird nicht stimmen. Aber. Ich denke, das war für die alle drei. Das sollte funktionieren. So. Dann ist die Müllverbrennung selber, die braucht auch noch. Die hat da nichts. Haben wir da irgendwo irgendwelche Fußwege in der Nähe? Den hier. Oh, das könnte fast reichen von der Entfernung. Aber es ist ganz schön weit, wenn ich den hier so schräg rüber reinziehe. Und das sieht doof aus. Nee, das machen wir nicht. Wir setzen hier irgendwo. Das kriegen wir sicher hin. Eine kleine. Kleinen Müllplatz rein, so zum Beispiel, und dann hat er auch, was er braucht. Passt. Okay, die brauchen hier alle nicht. Hier haben wir auch nichts. Jetzt haben wir den hier noch, unser Flüssigdüngerfabrik. Und haben wir irgendwelche Dinge hier in der Nähe, die auch noch? Nö, eigentlich nicht. Ja, denn irgendwie haben wir fast, hat fast jeder seinen eigenen hier irgendwie. Also, es und. Ich auch selten gehabt, so ein Design, aber naja, gut, dann ist es halt so. Warum auch nicht? Das sind viele kleine. Die technischen Dienste werden das schon alles hinbekommen. Gut, Peter ist unsere Chemiefabrik, ne? Das ist überhaupt noch nicht gegeben. Wobei, wir haben hier den Anschluss. Das ist aber hier alles nicht in der Nähe, was wir da gemacht haben. Also, der. Da ist er, der ist zu weit weg und der ist auch zu weit weg hier von der Straße. Hier ist der Wasserturm, das sollte man bedenken. Warte, dann zeig mal, wenn ich das gegenüber von der Straße da. So, ja, ob jetzt, ach so, aber eigentlich kann man es ahnen an den braunen Punkten da nach unten. Ich würde sagen, die Chemiefabrik ist angeschlossen, ja. Und wir haben dann auch gerade noch hier die Feuerwehr. Nimm mal den Wasserturm raus hier. Da wollte ich rein. So, wir haben auch noch die Feuerwehr und da oben die Polizei. Na, die haben dann reichlich.
Müll zum Reintun. Okay, na gut, das wird ein großer wichtig sein, weil wir müssen ja da Sondermüll teilweise einstellen. So, dann haben wir hier oben auch noch zwei, die Lebensmittelfabriken. Die brauchen natürlich auch noch. Könnte eine ganze Menge werden hier. Warte mal, ihr seid hier angeschlossen. 114 rechts, der hat. Warum kriegt denn der hier nichts? Der ist doch hier eigentlich auch super angeschlossen. Wo geht der hier lang? Der geht da unten über die Straße. Hier lang. Wahrscheinlich kriegt er das da wieder nicht eingestellt. Weil ich meine, wenn ich mir den Weg hier angucke, der ist ja wirklich echt kurz. Das sollte normalerweise möglich sein. Wobei es könnte eng werden. 117 nach hier, das ist nicht ohne. Warte mal, ich denke mal, dass wenn ich da jetzt mal auf den wechsle, dann hätte ich sie nämlich hier beide. Ja, ja, also das ist durchaus angeschlossen. Dann war das hier wirklich einfach zu knapp. Das ist natürlich schon doof. Ich hätte sie gerne alle beide über den gehabt, aber das wird nicht funktionieren. Die sind ungünstig verteilt, so wie wir die da drin haben. Und wenn ich die Fußwege hier schräg nach hier nehme, dann könnte es vielleicht reichen. Aber dann haben wir ein Problem mit den Leuten, die hier kommen. Also pass auf, dann machen wir das hier genauso. Wie gehabt, du hast halt hier auch deinen eigenen Müllcontainer. Da haben die denn viel anzufahren und du kriegst auch deinen eigenen Müllcontainer, ja. Dann ist das so. Warum nicht? So, sollte man mit Müll alle versorgt sein. Dann lass uns doch mal gucken als erstes hier die Abwassergeschichte und dann die Wassergeschichte und am Ende haben wir dann noch die Elektrizität. Und währenddessen könnt ihr fröhlich weiterbauen. Okay, Höhenlinien bitte. Natürlich, wir haben ja hier die Einleitung. Da ist der Berg. Hier ist auch ein bisschen Berg. Hier so in der Mitte sind wir am tiefsten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit braucht die Chemiefabrik auch da irgend so auch ein Extra. Ja, die hat hier einen Anschluss und da einen Anschluss für Abwasser. Ist aber die einzige, oder? Die anderen Fabriken, die wir hier so haben. Ne, gucke da hier die Kunst, die, ja, die Dünger, Flüssigdünger, die hat auch. Tja, naja, das ist dann schon einiges. Das heißt, wir haben diesen Anschluss, wir haben einen zweiten für die Chemiefabrik und dann die ganzen Anschlüsse, die dann in die Station reingehen. Das wird eine Menge. Naja, dann ist das so. Dann machen wir, versuchen wir mal hier, geht das hier? Das, wenn man das, ne, halt, das ist eine Herzverbindung. Und hier, oh, das ist aber eng. Aber der scheint das zu machen. Beide Lebensmittelfabriken hat er drin. Das hätte ich jetzt gerade nicht gedacht, dass das dafür reicht, aber gut. Und dann kriegen wir hier rechts und oben auch noch Feuerwehr und Polizei und da ist eine ganze Menge. Was ist denn da? Hat er da noch alles dran? Bin ja erstaunt. Die zwei Fabriken auch noch und Wasser. Oh, das ist ja Wahnsinn. Na gut, aber ich mach den trotzdem jetzt mal hier rein. Das ist ja viel, viel mehr als ich dachte. Oh, er sagt, das geht gar nicht. Ich bin zu früh gefreut. Das geht. Denn du hier rein. Dann würde ich aber trotzdem hier unten noch einen reinziehen. So. Und ich meine, die hier oben, die waren ohnehin nicht angeschlossen. Da haben wir sowieso noch einen. Dann machen wir den hier. Oh, hier ist der Fußgängertunnel. Vorsicht, das könnte problematisch werden. So, jetzt haben wir drei Stationen gesetzt und zusätzlich haben wir hier noch die zwei Anschlüsse, die zwei speziellen. Denn, mal sehen, wie wir das hier hinkriegen. Vielleicht einen hier rechts von dem ganzen Spaß. Mal gucken, ob das funktioniert. Da könnten wir hier vielleicht ein bisschen was mitnehmen zum Anschluss. Also, hier immer die dicken Rohre.
du hier rein, das geht. Dann ist das ist die Chemiefabrik. Dann du hier. Und dann haben wir hier noch einen frei. Da könnte ich den hier noch, aber ich meine, das ist irgendwie auch wieder, wenn ich die zwei zusammenfasse. Und am Ende habe ich noch hier den einen. Die Chemiefabrik wird bestimmt auch viel Abwasser brauchen, also da sollte man nicht so viele Sachen zusammenfassen. Wobei, weißt du, Chemiefabrik, und eigentlich könnte ich hier direkt von hier, das muss ich gar nicht hier zusammenfassen. In der Tat, das ist überflüssig. Ah ja. Insofern machen wir das doch denn mal so. Ah, das ist nicht richtig. Jetzt habe ich ihn. Oh, ich bin immer noch grün. Sehr schön. Jetzt bin ich nicht mehr grün. Naja, hier ist die Wassergeschichte da. Das ist natürlich problematisch. Hm. Das wird hier auch nicht besser werden. Ne? Hier ein bisschen tiefer. Das ist eine Neigung. Ne? Das ist wieder die Geschichte. Das ist aber auch... Zwischenstation mit Abwasser ist immer schwierig. Wir haben die beiden. Vielleicht sollten wir die versuchen, irgendwo zusammenzufassen. Das sind hier aber alles Werksverbindungen, oder? Nehmen wir erstmal die Höhenlinie wieder raus. Ja, das ist hier eine Werksverbindung. Wenn ich hier irgendwo, zeig mir mal bitte hier was an der Seite. Ich sollte idealerweise irgendwie an dieser Wasseraufbereitung vorbeikommt, das ist halt immer schwierig mit den Ochtwieren. Das ist jetzt bin ich an der Wasseraufbereitung vorbei, aber hier sind die Ölgeschichten. Das macht die Sache, glaube ich, nicht besser. Aber mal sehen. Ja, das dachte ich schon. Komm mal her, das war Unsinn, was ich hier gemacht habe. Dann machen wir das hier daneben mit dem Abwasser. Dann sind wir da an allem vorbei. Also, das heißt, wir hätten den denn hier. Also mal neben der Wasseraufbereitung, dann kommen wir besser auf die Art vorbei. Das heißt, wir hätten dann... Bobi. Jetzt du hier rein. Was stört dich da wieder? Mist. Hat am Ende irgendwie nicht mehr eingerastet. Na, mach weg hier. Und mach einfach hier rein. Jetzt hat er es gemacht. Okay, super. Auch ohne irgendwelche Abweichen. Gut, das ist ja schön. So, das müssen wir hier noch rein. Aber das würde vielleicht sogar gehen, ja. Aber. Ja, wobei, eigentlich sieht das gar nicht so übel aus. Das sind diese zwei. Und dann eigentlich der dritte hier, ja. Das heißt, wir haben noch den hier. Den hier und die Chemiefabrik. Ja, dann machen wir das so. Ich will. Das hier. Daneben, ja. Dann komm her. Denn du hier, Befälle sollte. Oder hier? Ja. Könnte ich den da auch noch rein? Die Frage ist, ob das nicht irgendwann mit dem einen Rohr, was wir am Ende rauskriegen, ein bisschen viel ist. Vielleicht den wir da haben, hier noch mit reinnehmen. Ja doch. Die Chemiefabrik, da habe ich ein bisschen Sorge, dass das sonst zu viel wird. Insofern gibst du mir bitte mal den. Und du sagst, das ist hier. Doch, sieht hübsch aus. Außer, dass der hier, na gut, ich könnte den ja jetzt auch hier rein, aber ich will den eigentlich extra anschließen. Dann gehe ich lieber unter dem anderen lang. Das ist mir sonst nichts. Du gehst hier rein. Du gehst da rein. Das funktioniert auch. Guck dir das an.
sogar mit passend gekreuzt. Das ist aber sehr schön. Dann sind hier mehr oder weniger die ganzen kleineren Anschlüsse dran. Und die Chemiefabrik hat hier ihren eigenen Einfluss. Und der ist noch frei, falls wir noch irgendwas brauchen. Ja, das ist gut. Das sollte gehen. So, sehr schön. Dann brauchen wir jetzt noch die Sache mit dem Wasser. Und da haben wir natürlich ähnliche Problematiken. Also die Anschlüsse müssen vielleicht in ähnliche Regionen. Der hat hier auch seinen Wasseranschluss und die Chemiefabrik natürlich auch. Die Chemiefabrik, die haben wir aber schon getrennt versorgt. Ja, du brauchst hier einen eigenen Einfluss. Was braucht denn der Flüssigkeitsdünger eigentlich an Qualität? Kunstdünger. 85%, also das geht wirklich nur aus der Aufbereitung, anders können wir das gar nicht anfangen. Na gut, aber es ist in Ordnung, eigentlich war das sowieso geplant. Wir müssen jetzt also aus unserem Wasserturm, erstmal bauen wir hier Verzweigung, hier unten ist der Wasserturm. Wir haben einen hier nach links, ich weiß nicht, ob wir da bei der U-Bahn langkommen, ich werde es gleich mal probieren, unter dem Bahnhof lang. Und dann würde ich hier oben in den Bereich... Und da geht hier ein Anschluss rein, dann kriegen wir hier in der Nähe eine Station. Ja. Wo haben wir denn hier Fußweg? Das ist eigentlich die falsche Seite. Hier passt es rein. Da könnten wir den Anschluss oben hier hin, aber der andere ist dann da. Gefällt mir nicht so richtig gut. Das ist keine gute Stelle. Hier ist die Stadt. Die sieht besser aus. Aber da kommen wir natürlich hier wieder zu der Wasseraufbereitung in dem Bereich. Und das ist noch schlechter. Dann machen wir das doch lieber so hier. Der passt hier ganz ordentlich rein. Und dann lass mal schauen. Wir würden dann hier den Anschluss... Ich soll da rum, kann ich da lang? So, sagst du, da kann ich lang? Na denn? Mach ich das so? Und dann habe ich den. Ah, super. Okay, so, naja, von hier, das wird, sollte kein Problem sein, da einen Anschluss hinzubekommen. So, der nach oben, das war da den haben, denn nach links. Wasseranschlussstation, das ist gut. Der passt auch. Okay, da haben wir die schon mal dran und dann würde ich eigentlich in analoger Weise, wie wir das anderen gebaut haben, hier eine Anschlussstation. Kann ich dich irgendwie spiegeln? Ja, das kann ich mit Sicherheit, aber da kommt hier ist das Lager hier nicht so einfach, da nur einen daneben zu kriegen von oben. Gut, dann müssen wir das anders machen. Dann drehen wir das mal so. Ich muss ja doch irgendwie zwischengehen. Ach, da ist wahrscheinlich der Tunnel drunter. Hey? Fußgängertunnel, ja, genau so ist es. Und die U-Bahn, oh man, tausend Dinge. Aber guck mal, von hier geht's ja, das ist okay. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier alles drin haben. Da haben wir, glaube ich, nämlich nicht. Ne, die haben die zweite Nahrungsmittelfabrik unten nicht drin. Die hier. Dafür ist es zu hoch. Das geht von hier geht's noch und von da unten geht's nicht mehr. Ach, das ist aber auch doof. Da müssen wir doch gucken, wie wir die hier noch reingefummelt bekommen. Das ist verdammt schwer. Oh ja, jetzt habe ich es aber hier. Der hat auch links unten die zwei Dinger, wo er hin soll. Ja, sehr schön. Okay, sauber. Das ist morgend. Dann nimm hier den Fußweg hier raus. Den brauchen wir nicht. Das war eine Luftnummer. So, der Anschluss, den müssen wir natürlich noch belegen, genau wie den Verteiler da oben. Jetzt haben wir aber dann hier in den Bereich irgendwo auch noch wieder, wo wir den hier gesetzt haben. Da brauchen wir auch noch Wasser.
Links hätten wir den Anschluss. Bist du den da ran irgendwo mit Fußweg hier? Das könnte schwierig werden hier. Wenn er den rankriegen würde, hätte er einen Fußweg gesetzt, oder? Nach oben hier. Aber das sieht gar nicht so schwierig aus. Das ist nur weil hier. Ach Gott. Es sieht in der Tat nicht schwierig aus, aber es ist schwierig. Ach so, da oben. Ja, weil hier der Straßenanschluss ist. Den habe ich gerade nicht gesehen. Von dem Heizwerk. Nee, dann kommen wir da nicht rein. Aber wir sollten das irgendwo in diesem Bereich hinbekommen. Das wäre wichtig. Wie sieht das von hier aus? Mal kurz spiegeln. Naja, das ist aber fast genauso gut, wenn wir den da so haben. Wäre das auch in Ordnung? Jetzt müssen wir die Sachen nur wieder zusammenbekommen. Wir haben hier einen Anschluss und hier den Anschluss und dann haben wir da oben den. Dort. Die müssen jetzt irgendwo zusammen und müssen alle hier ran. Na gut, also da würde ich sagen, machen wir einen Verteiler nach links, dann können wir den anschließen und den und einen nach rechts, da kommt der dran. Soweit die Idee. Also Wasserleitungsverzweigung. Wo ist denn da dein Straßenanschluss? Hinten, ach du Schande. Das wäre denn hier. Ha. Das ist gar nicht übel. Das sollte dann hier sehr einfach gehen. Der auch. Und jetzt wird es hier spannend. Oh, das geht auch. Klasse. Was ist das Stötchen hier? Nichts. Oh. Okay. So. Da müssen wir noch ran. Das können wir wahrscheinlich auch direkt ziehen, aber wer weiß, ob ich denn doch noch mal einen brauche. Ich mache lieber eine Verzweigung dazwischen. Wie wir inzwischen wissen, hat der hinten sein Ende. Den hat er mir gerade hier schon irgendwo reingezogen. Wenn ich das so mache. Naja, aber warum nicht? Alte Gebäude kann ich. Das geht gar nicht. Da hat er zwar die Straße gemacht, aber ich kann hier nicht platzieren. Oh, da kann ich. Das sollte ansonsten eigentlich auch alles ziemlich gut passen. Na, dann lass mal schauen. Kriege ich hier irgendwo... Tja, da ist das Fußwegproblem. Das geht hier schlecht, da haben wir überall zu viel Straßen dran. Hier würde es gehen. Hier kriegen wir den anderen nicht mehr rein. Naja gut, dann machen wir das hier ein Stückchen weiter nach hinten. Dann habe ich das gleiche Problem, dass der Anschluss da hinten ist. Das ist aber auch, wenn ich den so um reinsetze hier. Ich meine, wir müssen ja eigentlich nur von hier denn da rein. Das würde auch gehen. Aber so wie ich den hier habe, kriege ich die Straße, würde hier ein. Das ist aber auch gemein. Ach Mensch, hast du den hier vielleicht irgendwo, dass ich den hier anschließen kann? Na doch, das, ich denke, das werde ich hier hinkriegen. Jetzt soll das mal bitte wieder einigermaßen gerade machen. So, jetzt haben wir hier gerade. Und dann brauche ich hier. Ja, so, gerade gesehen, dass das geht. Und dann nehmen wir einmal die Leitung von hier. Du sagst, das geht nicht. Was stört denn hier? Ach, das ist hier die U-Bahn. Der Fußgängertunnel. Das ist aber doof. Das wird nie besser werden. Der kommt genau hier hoch. Nee. Nee, das geht nicht. Ach, das ist natürlich. So ein Mist. Ja, das habe ich an der Stelle nicht bedacht.
Das ist zufällig genau die Stelle. Wenn ich den Wasserturm noch ein Stückchen, das werde ich machen müssen. Ich muss den nach hier ziehen, hilft alles nichts. Und ja, das ist ja zu eng. Ja. Jetzt sind wir von der Zeit her eigentlich auch schon da, wo wir gar nicht hin wollten. Aber na gut, ein bisschen können wir ja trotzdem noch weiterbauen. Komm mal du hier ran und du hier ran. Und hier Wasserturm. Und auch hier. Mal hier schon, da ist noch der da. Der Rest in unserem Weg. Und dann sollte das aber eigentlich schon dahin passen. Ja. Warte mal, wir werden uns das mal hier unten angucken, dass wir weit genug weg sind. Aber das sind wir jetzt schon. In dem gefährlichen Teil da. Ja. Das heißt, wir hätten denn hier den, ja, das geht. Und du musst hier rein. Das geht auch. Sehr gut. Und dann haben wir dich. Und du gehst da rein. Und du hier. Oh, das ist alles super schön. Das gefällt mir. Oh, da sollte man alles abgedeckt haben. Ne? Die Chemie, okay, die hat sowieso extra. Der hat die hier hinten. Und hier haben wir eigentlich dann keine weiteren Gebäude mehr, die irgendwo das Zeug brauchen. Das frische Wasser. Naja, okay. Haben wir den auch fertig? Das ist ja klasse. Wir haben so eine ganze Menge zu tun jetzt. Viele, viele kleine Leitungen und Röhrchen und diesen ganzen Kram. Und jetzt fehlt uns dann am Ende natürlich auch noch hier die, die Elektrizität. Aber ja, okay, ich würde sagen, generell Elektrizität ist normalerweise das Einfachste. Weil da haben wir ja keine Reichweitenprobleme. Auch keine Gefälleprobleme oder solche Sachen. Also die ganzen Brände, die habe ich jetzt einfach alle ignoriert. Guckt euch das mal an, das war glaube ich alles in der Folge. Wir gucken noch mal kurz zu unserem Bauernhof. Die sind natürlich inzwischen heftig, sicherlich mit der Ernte beschäftigt. Und dann lasst doch mal gucken, wie sieht es denn aus? Das würde mich immer interessieren. Habt ihr da schon was drauf geworfen? Ja, hier ist schon Dünger. Die mittleren sind alle auf 150 hoch. Das ist gut, das war natürlich aber jetzt nicht so schwierig. Was macht unser Düngerlager? Das ist, naja, ist so gerade beliefert. Nee, das geht hier gerade runter. Ja. Hier stehen die ganzen, stapeln sich die Dinger. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Das ist halt die Geschichte. Aber gut, es ist nicht besser, wo wir das vorher abgeholt hatten. Vom Zollhaus, da war ja mehr oder weniger nur ein Eingang. Hier können wenigstens zwei gleichzeitig. Ja, wobei es richtig gleichzeitig ist es auch nicht, ne? Aber naja, okay, andererseits, bis die da hinfahren, das zieht sich schon hin. Es ist nicht so richtig, nicht so ganz hübsch, muss ich sagen. Aber okay, auf der anderen Seite, wenn wir da intensiv Dünger rausgeworfen haben auf die Felder, dann ist es halt knapp und dann müssen sie nachholen. Und das ist halt hier eine Menge los. Ich meine, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Vor allem sollte man ja bedenken, wir haben im Moment hier gar keinen anderen Verkehr. Es ist einfach nur die Dünger-LKWs, die den Dünger hier abholen. Und insofern behindern sie sich nicht so richtig selbst. Darauf wollte ich hinaus. Wo willst denn du eigentlich hin? Unfertige Straße Ulding. Ach, da wollen die da auch noch mithelfen. Naja, okay, dann haben wir natürlich eine Behinderung. Und du willst in die Pipeline in Ulding bauen. Und da will er wahrscheinlich das Zeug da holen. Naja gut, aber das ist jetzt nicht zeitkritisch. Das ist auch ja nur während der Bauphase. Ich denke, da kann ich einigermaßen mit leben. Wie voll sind denn hier die Lager? 55. Und hier haben wir 53. 55. Und hier 55. Alles sowas. Naja gut, das ist okay. Da haben sie eine ganze Menge jetzt schon an Dünger. Die brauchen natürlich auch eine Menge, wenn hier die nächsten Felder fertig sind, die wir da gerade so schön beobachten können. Hier und hier. Das sind die 15, ja. So haben sie das aufgeteilt. Dann brauchen wir natürlich auch wieder Dünger. Aber das ist ja nicht gleichmäßig. Der hier ist relativ schnell fertig. Und eh die anderen dran sind, da werden die das wieder nachgeliefert haben. Naja. Also ich denke, das könnte schon alles ganz gut funktionieren. Schauen wir mal, ob es denn wirklich so ist.
Werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken und was wir denn hier mit der Elektrizität machen, werden wir dann auch sehen. Aber ja, okay, das ist ja nun letzten Endes kein so großes und komplexes Problem. Was haben sie hier inzwischen gebaut? Naja, auch hier geht es vorwärts und ich muss gerade feststellen, dass ich das sehr angenehm finde, dass hier keine Meldungen kommen gerade, dass die Züge sich blockieren. Und da hatte ich durchaus mit gerechnet, muss ich sagen. Aber naja, okay. Wir haben zwar hier zwei Gleise, die hier nur dahin führen. Aber wir haben ja doch hier mehrere Gleise, wo sie dran bauen können. Und wenn ich das gerade sehe, dann würde ich sagen, einen der Bauzüge aus Markdorf, den hole ich mal noch zurück nach Lindau. Ich glaube, das ist an der Stelle jetzt besser. Wir werden mal den EDK4 wieder hier reinstellen. Das Gebäude wird saniert, sagt er hier. Interessant. Dann sind wir hier zu viert und dann werden sie es noch ein bisschen schneller hinkriegen. Das andere ist zu weit weg, das lohnt im Moment nicht. Und ich meine, die können ja einer, der hier baut oder zwei, der dritte kann da oben. Ja, und hier haben wir noch zwei Gleise, das geht alles parallel. Und im Übrigen, ja, hier werden wahrscheinlich auch noch eine Zugverteilung ansetzen, die sich denn hier um den Verkehr, die Lieferung und die Abholung der hier produzierten Waren kümmert oder die eben hier gebraucht werden. Werden wir mal sehen. Gut, soweit dann zunächst mal wieder an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.